Jo, hi, zurück zum Witcher. La Cage aux Fous, genau. Wir sind hier noch in diesem, ja, keine Ahnung. Detlef ist abgehauen und jetzt gucken wir mal hier, dass wir Mère Lachaise-Landfriedhof, wo immer der sein mag, da müssen wir hin. Nicht durch diese Tür, sondern durch diese Tür. Ciao. Okay, wo immer das sein mag. Ich könnte mir ein Pferd klauen. Ja, das könnte ich machen. Habt ihr nur Pferdchen für mich? Ihr Pfosten, ey. Na. Ist hier kein GTA, ne? Man kann die Leute nicht vom Pferdchen runterschmeißen. Ein Hexer, ja. Na komm. Der Hexer kann noch nicht richtig die Treppe rauflaufen. So, ist auch geil gemacht. Eine schöne Aussicht hier, können wir eigentlich mal genießen. Da hinten ist das Schloss. Und hier ist die City. So, jetzt lassen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie den Friedhof finden. Das haben wir hier voll durchlaufen, ne? Geil. Das ist schon cool gemacht. Ist ja eine komplette Stadt. Ah, hier ist ein. Ja. Zaubertränke. Mein Herr, mein Herr! Ein Brief für dich! Ein Brief? Von wem? Aha. Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. So komisch. Da steht Porto bezahlt, also verschwinde, komm. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Wir haben's ja. So, was steht mein in dem Brief? Lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Yennefer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Yennefer, immer für eine Überraschung gut. So, wo wollen wir denn jetzt mal lang? Also, ich würde am liebsten jetzt mal hier ein bisschen die Stadt erkunden. Sieht ja wirklich richtig cool aus. Aber wir gehen mal weiter in Richtung Quest. Der Schlächter von Blaviken wird zum Retter von Oh, geil, hier ist noch. Oh, geil, voll die Schmiede hier. Oh, ich muss das alles leider angucken. Au! So ein Rohling! Oh, so ein Rohling. Oh, ein böser Schöne Bursche. Melodie. Ui. So, und wo ist das noch ein höher? Da müssen wir irgendwie hochkrabbeln oder hier ins Haus reingehen. Hallo? Soll es höher gehen, ne? Ah, oder. Und es ist im Haus drin, also. Und wie komme ich in das Haus der rein? Nähe und der Ferne. Einfach mal hier rumlaufen. Entschuldigung. Die sind einfach dahinter, oder? Ja, von hier aus kann man rein. Okay, geh ich mal hier rein zum Schmied. Hallöchen. Taste 3. Was ist das am Laufen, Junge? Oh, ich wollte eigentlich mit dir sprechen. Habe ich wieder die Kerze angemacht. Brauchst du neue Hose? Vielleicht Handschuhe? Sag an, Schmucker Ritter.
Was hast du? Was hast du denn da? Ich würde dir ehrlich gesagt auch ganz gerne meinen ganzen Krempel verchecken, weil ich brauche den nämlich gar nicht. Guck mal hier, was willst du von den Klamotten? Guck mal. Das nimmt er alles. Hose weg. Guck mal. Zack, zack. Nimmt er das auch noch? Mehr will er nicht. Okay, und was hat er? So, Werkzeug kann man immer gebrauchen. Okay, das habe ich ihm gerade vercheckt, aber was hat er denn so wirklich? Hat er gutes Zeug? Mal gucken hier. Irgendwas. Benötigt 42. Na, dann müssen wir noch ein bisschen auf die Weide. Minus 5. So, ist nicht so geil wie unsere. Was ist das? Viper-Rüstung, ne? Oder was ist das? Na komm, also, schock nicht. Kannst du ein bisschen reparieren? Das können wir mal machen. Am nächsten reparieren oder was? Okay, das war's. Hau rein. Bis dann. Okay, aber gut zu wissen, hier ist ein Schmied. Was haben wir noch? Na, das war jetzt Rüstung. Aber alles Mögliche hier. So, ich muss aber ganz woanders hin. Ach, schön gemacht hier mit dem See und so, ne? Ich muss das leider jetzt mal ein bisschen angucken. Der furchterregende Kerlbürste erwartet einen Herausforderer. Seine Zunge ist so verdichtet. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Tja, die Ritter haben es nicht gepackt. So, kann ich hier eigentlich reiten? Das wäre natürlich sehr interessant. Oh, was sind das hier so? Steckbriefe? Ich könnte eigentlich auch mal gucken, ob das überhaupt hier in der Stadt ist. Ich laufe hier einfach rum wie so ein Affe. Kurz mal auf die Karte geschaut, ob der... Ah, der ist nämlich sehr weit außerhalb. Okay, ich könnte da hinreiten. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, komm. Plötze. Plötzi. Alter, Plötze packt's gar nicht. Doch, Plötze ist irgendwo da oben. Mann, ich laufe schneller als Plötze, ey. Komm her, wir wollen hier lang. Plötze, komm. Na, wird ja auch Zeit. Alter Verwalter. Komm her. Beweg dich. So, ja, ein bisschen freundlicher kann man schon sein. Boah, geil, das ist richtig gut gemacht. Ich muss hier nochmal glotzen. Nee, komm jetzt, wir gucken uns das nochmal an. Schön gemacht, geil. Na gut, komm. So, mit plötzlich zum Friedhof, wo ist das denn wohl? Ja. Und hier rum müssen wir. Das Herzogtum ist klein. Oh, da hätten wir ein bisschen abbiegen müssen. Ah, jetzt sind wir wieder richtig. Das ist schon richtig geil gemacht. Sorry, aber das ist schon richtig cool. Komm, Plätze, ich steig ab. Dieser Regis. Ja. Natürlich müssen wir uns hier treffen.
So, kaputti, das muss reichen. So, das ist hier noch eine Höhle, die will ich natürlich angucken. Oder ist er in der Höhle? Hallo, wo geht's hier rein? Da. Komm ich da rein? Einfach reingehen. Würde ich sagen. Hm. Hässlicher Bastard. Oh. Hässlicher Vogel. So, war es das? Na, was ist hier noch so Hässliches drin? Sieht nicht so gesund an, ne? Was haben wir hier? Feuerchen vielleicht? Ein bisschen Pilzchen einsammeln, aber ich möchte ja schon noch mal gucken, was hier so ist. Das sieht ja sehr interessant aus. Hm. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Aber wir haben uns ja nicht getroffen, um meine Originalität zu preisen. Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Siehste? Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, ja, eben. Es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach, es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will.
Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Okay. Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covinarius zum Gewebegedächtnis. Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kaer Morhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covinarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef, sondern auch ein potentes Okzipitallappenstimulans. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Vysima reisen. Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Okay, wer hat sowas im Portfolio? Mal gucken. Die Hand haut gleich ab. Ich wollte gerade sagen, die zuckt schon. Mère Lachaise Lone, na gut. Rab, rab, komm, hol mal was. Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Alraunenschnäpschen? Alter, jetzt eine reinballern. Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen rauen Schnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Du glaubst wohl, du kannst mich so einfach in die Falle locken. Ich fürchte, da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben. Eine Herausforderung. Ich bin ganz Ohr. Was muss ich tun? Fang du doch an. Was hast du für Geheimnisse? Vampire, interessante Kreaturen, führen doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes? Oh. Alter, das interessiert mich jetzt gar nicht.
Du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt? Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Na, logisch. Weißt du, Regis, ich weiß nicht, ob ich zu was anderem tauge. Hast du es je versucht? Ich sehe, so leicht werde ich dich nicht los. Du willst eigentlich wissen, ob ich gerne Hexer bin. Und du fragst wie üblich nicht direkt. Ich bin gern auf der Jagd. Lese Spuren, finde Hinweise. Und ich mag die Spannung vor dem Kampf. Nichts setzt so viel Adrenalin frei wie ein Kampf gegen eine Bestie. Sogar an die Verachtung der Menschen habe ich mich gewöhnt. Ja, ich denke nicht oft drüber nach, aber ich bin gerne Hexer. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Warum will der hier warten, ey? Zwanzig Flaschen später. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Vielen Dank für die Blumen. Was gibt's Neues? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. Na klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgestorben, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet um das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Flecken die Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Also los. Ja, lass mal gucken. Mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut. Viel Glück. Dir auch, mein Freund. Okay, das soll es erstmal gewesen sein für diese Session. Wir holen also ein bisschen Grottenolm, wie hieß er jetzt? Keine Ahnung, irgend so ein Wicht. Fleckenwicht, sorry, hatte ich schon wieder verpasst. Fleckenwicht, Speichel. Von dem guten Fleckenwicht im Wald. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.